Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit einem Unterricht über die Biografie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wir befinden uns immer noch bei der Schlacht von Badr. Wir erwähnten im letzten Unterricht, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Engel herabsandte in dieser Schlacht, um die Gläubigen zu unterstützen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen in dieser Schlacht zum Sieg verhalf. So wurden die größten Köpfe von Quraysh, von den Kuffar von Quraysh, in dieser Schlacht getötet. Wie Abu Jahl und Umayya ibn Khalaf und andere. Diese Schlacht, die Schlacht von Badr, war die gewaltigste Schlacht überhaupt. Allah erwies den Gläubigen seine Gunst und verhalf ihnen zum Sieg. Und die Leute, die an dieser Schlacht teilnahmen von den Muslimen, wurden von den besten und vorzüglichsten Muslimen. Und genauso die Engel, die an dieser Schlacht teilnahmen, waren von den besten Engeln. Denn es wurde überliefert im Sahih al-Bukhari, dass Jibril alayhi salam zum Propheten kam, sallallahu alayhi wasallam, und ihn fragte: Was hält ihr von den Leuten von Badr von euch? Denn was sagt ihr über sie? So sagte der Prophet, sallallahu alayhi wasallam: Sie sind von den vorzüglichsten Muslimen. So sagte Jibril: Und genauso die Engel, die bei Badr dabei waren. Nach der Schlacht befahl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass 24 von den Getöteten, von den Kuffar von Quraysh, von den großen Köpfen von ihnen, dass ihre Leichen in einen Brunnen geworfen werden. Von einem Brunnen, der dort im Badr sich befand. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb 3 Tage lang dort. Was ist das Ergebnis dieser Schlacht? Das Ergebnis war, dass von den Götzendienern 70 getötet wurden und 70 gefangen genommen. Von den Muslimen wurden nur 22 getötet. 14 von den Muhajirin und 8 von den Ansar. Umar radiallahu anhu überlieferte, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefangenen gefangen nahm, dass er zu Abu Bakr und zu Umar radiallahu anhuma sagte: Was denkt ihr über diese Gefangenen? Yani, was sollen wir mit ihnen tun? Denn es wurde nichts offenbart diesbezüglich. So fragte er die Sahaba um Rat. So fragte er Abu Bakr und Umar: Was denkt ihr über diese Gefangenen? So sagte Abu Bakr radiallahu anhu: O Prophet Allahs, es sind unsere Verwandten und unser Stamm. Ich finde, dass wir von ihnen ein Lösegeld nehmen, welches für uns eine Stärkung ist gegen die Kuffar, auf dass Allah sie zum Islam leitet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte danach: Und was denkst du, O Sohn von Al-Khattab? So sagte Umar: Nein, bei Allah, O Gesandter Allahs, ich denke nicht das, was Abu Bakr denkt. Ich finde, dass du uns die Möglichkeit lassen sollst, sodass wir sie alle köpfen. Und er erwähnte auch beim Namen: Der soll den töten
und ich soll den töten und so weiter. Bis er sagte, denn diese sind die Führer des Unglaubens und die großen Köpfe davon. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so sagt Omar radiallahu anhu, neigte zu der Aussage von Abu Bakr radiallahu anhu und nicht zu der von Omar. Omar sagte, am nächsten Morgen kam ich, worauf ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr weinend sitzen sah. So sagte ich, o Gesandte Allahs, sag mir, warum du und dein Gefährte weinen. Wenn ich einen Grund für das Weinen finde, weine ich. Und wenn nicht, dann tue ich so und weine mit euch. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weine wegen dem, was mir deine Gefährten vorschlugen. Und zwar das Lösegeld zu nehmen. Und mir wurde ihre Strafe gezeigt, näher als dieser Baum. Wenn ihr ein Baum, der in der Nähe war des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah sandte herab, es gebührt sich nicht für einen Propheten, Kriegsgefangene zu nehmen. Bis zu der Aussage, so esst von dem, was ihr als Kriegsbeute genommen habt, es ist gut und erlaubt für euch. Von den Ayat von Surat al-Anfal. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sandte eine Bestätigung für die Meinung von Umar herab, radiallahu anhu. Doch, wie wir erwähnt haben, zuvor kam keine Offenbarung. Das heißt, das war was Ijtihad. Doch er tadelte sie für das Nehmen des Lösegeldes, denn es wäre eigentlich so gewesen, dass keine Gefangenen genommen werden. Was die Kriegsbeute anbelangt, so gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Sahaba radiallahu anhu. Wer von ihnen am meisten Anrecht hat auf die Kriegsbeute? Einige waren in der Schlacht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und andere waren nicht mitten am Kämpfen, sondern dort, wo die Armee sich befindet, der Stützpunkt ist sozusagen. So hatten sie was? Verschiedene Meinungen, wer mehr Anrecht auf die Kriegsbeute hat. So sandte Allah subhanahu wa ta'ala den Vers hinab, in dem es sinngemäß heißt, sie fragen dich über die Kriegsbeute. Sag, die Kriegsbeute gehört Allah und seinem Gesandten. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid. So nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute und verteilte sie unter den Muslimen. Worauf die Meinungsverschiedenheit aufhörte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm also von den Gefangenen, den Kriegsgefangenen, das Lösegeld und tötete sie nicht. Außer zwei Leute. Vom Rest nahm er das Lösegeld. Und es gab nicht einen Betrag, den er von jedem verlangte, sondern das war unterschiedlich von Person zu Person. Und er bevorzugte niemanden diesbezüglich. Sogar war er strenger zu seinem Onkel Abbas, der in dieser Schlacht gefangen genommen wurde, und nahm von ihm noch mehr als von anderen. Einige der Kriegsgefangenen hatten nichts, was sie als Lösegeld geben konnten. So wurden sie mitgenommen und ließen sie in Medina die Kinder der Ansar das Schreiben beibringen. Das war ihr Lösegeld. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die Möglichkeit, sie alle freizulassen, ohne Lösegeld zu nehmen. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn Al-Mut'im ibn Adi am Leben wäre und er mich dann hinsichtlich
dieser Dreckigen mit mir gesprochen hätte, denn er meint die Gefangenen, dann hätte ich sie für ihn freigelassen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, dass wenn diese Person am Leben wäre und er von mir verlangt hätte, sie freizulassen, hätte ich sie für ihn freigelassen. Warum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das, wenn Al-Mut'im ibn Adi am Leben wäre? Was ist der Grund, dass er für ihn die Kriegsgefangenen von Badr freigelassen hätte? Wer erinnert sich? Das haben wir erwähnt in den Unterrichten. Inshallah könnt ihr versuchen, es herauszufinden. Denkt darüber nach, vielleicht erinnert ihr euch noch. Oder hört die alten Unterrichte und morgen sagt ihr mir, was der Grund dafür war. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.